Ja, ich würde anfangen mit dem Haus zu bauen, weil Harry sieht gar nicht zufrieden aus. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Froster XXL. Und heute für euch, nach 5 Monaten, endlich die Sims 4. Ja, es hat wirklich lange gedauert, aber ich werde jetzt beginnen, ein paar Videos hochzuladen. Und dazu werde ich ein paar Charaktere verwenden. Wir haben ja eine Abstimmung gemacht. Und daraus erstellte sich, dass ich drei Charaktere erstellen werde. Zwei männliche und ein weiblicher. Und nun kommen wir zu den Charakteren. Als erstes haben wir natürlich Harry Potter. Den kennt ihr bereits. Dann als zweites, ja, ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus, den Vector aus den Filmen Ich einfach unverbesserlich. Vector, oh ja. Und dann als letztes ein erfundener Charakter. Ihr habt ja abgestimmt, dass ein weiblicher Charakter noch erstellt werden soll. Ja, das ist dieser. Dann würde ich auch sagen, beginnen wir gleich. Wie ihr ja wisst, möchte ich alle Welten vereinen. Hier war ja Harry Potters Haus, hier das der Imagine Dragons und dann werde ich also hier bauen. Ziehen wir hierhin. Yes. Ja, ich würde anfangen mit dem Haus zu bauen, weil Harry sieht gar nicht zufrieden aus. Und was ist mit Vector? Vector, wo bist du? Oho, du siehst gar nicht zufrieden aus. Ja, bauen wir schon mal das Haus. Nein, nicht hier hingehen. Ich will Haus bauen. Ich will Haus bauen, weißt du, für meine Leute, die brauchen Wohnung, ne? Ich werde auch zwischendurch die Charaktere ein bisschen spielen. Vector als Vector, Harry als Harry und Elena als Elena. Wow, wieso erkläre ich das überhaupt? So, ich würde sagen, wir machen einen Dreierabstand. Das ist immer gut. Dann machen wir mal von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal 8. Das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal ein quadratisches Haus. Ne, machen wir es auf 10 hier, weil es sind doch drei Personen. Und die sollten ein bisschen Platz haben. Ja, hier wohnt dann Harry in Zukunft. Also der andere Harry Potter, hier eben die Imagine Dragons und hier nochmals Vector, Elena und nochmals ein Harry. Eigentlich ein bisschen komisch, egal. Gut. Machen wir einen Eingang, damit unsere Leute hineinkommen. Damit unsere Leute hineinkommen. Wir nehmen natürlich wieder so eine moderne Tür, wie bei den Imagine Dragons. Was ist modern? Was ist modern? Das ist nicht modern, das sieht nicht so gut aus. So etwas, nee. Ja, so etwas ist nicht schlecht. Schwarz vielleicht. Oder weiß. Ne, sieht holzig aus. Das sieht nicht so holzig aus. Machen wir mal schwarz. Gut. Dann gehen wir mal in die gute Stube hinein. Wir brauchen Licht. Licht, Licht, Licht. Wo ist das Licht schon wieder? Hier ist das Licht. Lampen. Mal schauen. Welches Licht habe ich immer genommen? Das mit dem Normannen. Irgendetwas so. Normannisches Licht. Irgendwie so hieß das. Das ist ein bisschen tiefer da. Normandisches Licht, ja fast. Eins. Ja, machen wir es ein bisschen mehr in der Mitte. So. Dich verschieben wir hier. So. Das auch noch in die Mitte. Dann platzieren wir noch hier eines. Und hier. Ja, das sollte genügen. Wir haben Licht. Und nur noch so wenig Coins. Wir werden schnell. Ja, da wir zu wenig Coins haben, um etwas Gescheites zu bauen, müssen wir ein bisschen sparsam sein. Eine Dusche, machen wir sie schwarz. Oh, die sehen nicht gut aus. Die Frage ist, sollte ich dieses Mal. Oh, ich glaube, ich mache es modern. Kommt, Leute. Wobei, ich habe zu wenig Stutz. Stutz ist ein schweizerdeutscher Begriff für Geld, falls ihr das meint. Ja, machen wir doch das mit der. Geht am besten. Ja, ich finde, das ist hässlich irgendwie. Machen wir blau, komm. Standardmäßig immer blau. Dann als nächstes die Toilette. Eine Toilette. Eine Toilette. Dafür nehmen wir eine moderne, so wie bei den Imagine Dragons. Ja, die ist eigentlich nicht schlecht von der Farbe. Toilette ein bisschen mehr weg, weil die wollen auch noch duschen und das wäre ein bisschen scheiße, wenn die gerade nebenan sind. Ja, das könnten wir eigentlich gerade auch kaufen. Ich habe ja genug Stutz. So sparsam muss ich jetzt auch nicht sein. So. Und jetzt zum Bett. Ja, unsere lieben Sims haben immer das Problem. Wenn ich ein Doppelbett baue, gehen sie nicht ins Bett. Das ist so shit. Darum baue ich lieber ein einzelnes Bett. Ich möchte nicht immer das gleiche machen. Im ersten Haus habe ich ganz anders gebaut. Dort habe ich ganz komisch gebaut. Im zweiten habe ich alles modern gemacht.
Ich möchte nicht immer alles gleich machen. Aber die Betten, ja, die Betten, die finde ich eigentlich schon, ich finde die eigentlich nicht schlecht da. Nehmen wir einfach diese. Aber dieses Mal verschiedene Farben. Schwarz hatten wir das letzte Mal, glaube ich, schon. Dann nehmen wir noch Blau. Wahrscheinlich ändere ich noch die Farben, aber es ist jetzt eh noch alles hässlich. Also von dem her, ja. Nee, das sieht nicht so toll aus. Ja, ja. Oder das? Nee. Ja, machen wir es verschieden. Dann haben wir die Better auch schon. Warte kurz. Wartet, wartet. Die müssen immer einen Abstand haben, sonst geht das nicht. So, als nächstes. Wir brauchen einen Sessel. Nein, nein, zuerst die Küche. Die ist die wichtigste. Die Küche. Küche, Küche, Küche. Dafür brauchen wir einen Kühlschrank. Etwas Modernes. Dann ein paar Kommoden. Da nehmen wir auch etwas Modernes. In Weiß dieses Mal. Weiß hatten wir noch nie. Dann noch einen Backofen. Das Teil, ja, die sehen alle nicht gut aus. Ja, machen wir etwas Billigeres. Das ist nicht schlecht. Kommoden haben wir schon. Oder bereits. Und dann brauchen wir noch einen Abfalleimer. Das wäre auch nicht schlecht. Hier. Oh, der war teuer. Der war teuer. Ja, ich glaube, wir haben alles. Ein Tisch. Ein Tisch, natürlich. Ein Tisch. Wir nehmen etwas Cooles. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ist das billig? Ja, das geht gerade noch. Ja, ja, komm, nehmen wir das. Das geht noch. So, platzieren wir hier hin. Dann noch Stühle. Stühle brauchen wir auch noch. Diese finde ich eigentlich nicht schlecht. Nehmen wir doch... Ja, nehmen wir diese Stühle. So, haben wir den Tisch. Die Stühle. Die Küche. Ja, wir haben eigentlich jetzt alles Wichtige. Nochmals durchschauen. Küche. Wirklich alles Wichtige. Ja, das stimmt. Badezimmer, das Wichtigste, stimmt. Schlafzimmer, das Wichtigste, stimmt. Ja, das Wohnzimmer haben wir vergessen. Besser gesagt, ich hab's vergessen. Ihr könnt ja nichts dafür, dass ich so scheiße bin. So, da müssen wir natürlich eine moderne Sofa haben. Ja, das ist schon einfach das beste Sofa, oder die? Ja, das ist besser. Das ist besser für unsere Familie. Wir nehmen es in Braun. Braun, und dann nehmen wir noch einen Fernseher. Dafür brauchen wir... Ja, nehmen wir das. So, platzieren wir. Und jetzt einen Fernseher. Das ist zu klein. Den nehme ich doch immer. Oder war es der? Nein, es war der. Genau. Kann man den in Braun? Schade nicht. Oh, ich habe nur noch 450. Genau. 540 Stutz. Geld, das ist ein bisschen wenig. Aber ich habe das Wichtigste gebaut. Ja, es sollte eigentlich gehen. Also von außen sieht es potthässlich aus, aber wie sagt man immer, aller Anfang ist schwer. Das ist mein Lieblingsspruch. Obwohl es jetzt nicht gepasst hat, egal. So, dann gehen wir auch schon zu unseren Charakteren. Hallo Vector, hast du uns etwas zu sagen? Ja, ich möchte die ganze Welt erobern. Und Harry, hast du auch etwas zu sagen? Ich möchte Fernsehen schauen. Ja, dann geht doch hinein. Kanal schauen. Welchen Kanal möchtest du schauen? Sportkanal! Sportkanal. Wie du wünschst, Harry. Okay, Vector, ihr geht auch mal hinein. Und Elena, du auch? Alle hinein. Gefällt es euch, Leute? Ja, sie sehen okay aus. Das heißt, es geht gerade so. Ja, dann würde ich sagen, das war es mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das nächste Mal ein bisschen mehr spielen. Harry, bist du wütend? Magst du Vector nicht? Ja, ich glaube, das sieht nicht mal so gut aus für die Familie. Naja, wird sicher noch spannend mit unseren Leuten. Weil ich habe Vector auf, naja, verbrecherisch eingestellt. Elena auf Kochkunst und Harry auf Intelligenz. Das wird sicher spannend. Und sonst bis zum nächsten Mal.